Zecken sind eine Ordnung der Milben, genauer genommen der Parasitiformes. Noch genauer gesagt sind sie blutsaugende Ektoparasiten. Sie ernähren sich vom Blut von Wirbeltieren und somit auch von Menschenblut. Da müsste man jetzt Dracula einblenden. Und Leute, somit ist klar, Zecken und Menschen können keine Freunde sein. Es gibt über 900 Arten und es gibt auch mehrere Krankheiten, die sie übertragen können. Übrigens heißt der weitläufig bekannte Zeckenbiss nicht korrekterweise Zeckenbiss, sondern Zeckenstich. Diese Viecher haben nämlich einen Stechrüssel und mit dem stechen sie zuerst zu und anschließend haben sie diese Mundwerkzeuge, mit denen sie sich dann in die Haut eingraben. Heute soll es um eine abartige Infektion gehen, die durch einen Zeckenstich ausgelöst werden kann, die Borreliose. Diese Erkrankung wird durch Bakterien ausgelöst, den Borrelia burgdorferi, nach den erstbeschreibenden Menschen. Die Borreliose kann verschiedene Organe betreffen und die Symptome, die dadurch ausgelöst werden, können entweder zusammen, nacheinander, durcheinander, parallel oder auch völlig versetzt auftreten. Betroffene laufen oft monatelang von Arzt zu Arzt, vom Hausarzt zum Neurologen, zum Chirurgen, zum Orthopäden, bevor sie dann endlich eine Diagnose bekommen. Und genau das macht die Borreliose zu einem Chamäleon der Medizin, so nennen wir das tatsächlich, weil es nahezu jedes Organ betreffen kann und damit auch so mannigfaltige Symptome auslösen kann. Das ist Marcel und ich bin Timo. Willkommen zu einer neuen Folge MTMA. Wir beide, wir sind seit über 10 Jahren Ärzte. Und bei uns bekommt ihr alltagsrelevante medizinische Themen. Als infektiöse Bakterien durch den Saugrüssel in die Blutbahn injiziert. Und wenn euch mehr solcher Themen interessieren, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann streckt gerne den Daumen hoch. Es wäre echt relevant. Kleinräumig, also auf kleine Gebiete bezogen, kann es zu unglaublichen Unterschieden bei der Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Bakterien im Zeckendarm kommen. Ja, genau, denn diese Bakterien kommen im Zeckendarm vor. Die kacken uns ins Blut. In einigen Gebieten kann es sogar zu Vorkommen bis zu 30% kommen. Also 30% der Zecken haben dann Borrelien. Bei 2-5% der Menschen, die durch eine Zecke gestochen wurden, kann es zum Auftreten von Antikörpern kommen, die man hinterher in einem Bluttest nachweisen kann. Und ca. 1% der Menschen erkranken dann tatsächlich. In Deutschland schätzt man ca. 40.000 bis 80.000 Neuinfektionen pro Jahr. Wir haben sogar Zahlen gefunden, da wird bis zu 100.000 geschätzt. Kommt so eine Zecke bei ihrem Wirt an, dann wird erstmal stundenlang nach einem geeigneten Platz für ihren Stich gesucht, bevor sie zubeißt. Ja, wie gerade eben gesagt, kommen die Bakterien im Darm der Zecken vor. Und daher dauert es auch einige Zeit, bis wir tatsächlich in Berührung kommen mit dem Erreger. Man sagt so um die 12 Stunden übrigens. Warum guckst du dabei runter? Wollte ich einfach mal. Entfernt man so eine Zecke vorher, ohne Manipulation, direkt, schnell, lautlos, quasi spurenlos und präzise, kann man eine Infektion ziemlich sicher vermeiden. Naja, eigentlich gibt es eine amerikanische Studie, die hat gezeigt, dass nach einer potenziellen Infektion, also nach einem solchen Insektenstich, die einmalige Gabe von Doxycyclin, so einem Antibiotikum, ein Auftreten der Wahrscheinlichkeit dieser Infektion um bis über 80% reduziert werden kann. 87%. Leider wurden die Probanden aber nur bis 6 Wochen nach diesem Insektenstich beobachtet und somit wissen wir gar nicht, wie nachhaltig jetzt der Effekt war. Nach Hochrechnungen müssten 40 bis 125 Einnahmen erfolgen, um eine Infektion dann zu vermeiden. Hier haben wir dann allerdings auch, wie in diesem Video besprochen, eine deutlich erhöhte Gefahr, Resistenzen bei Keimen zu entwickeln. Tja Leute, es gibt kein typisches Bild und keinen typischen Ablauf dieser Erkrankung. Am häufigsten kommt es zur sogenannten Wanderröte, dem, wie wir sagen, Erythema migrans. Sie tritt üblicherweise nach einigen Tagen bis Wochen nach dem eigentlichen Zeckenstich
auf. Das Ding sieht aus wie ein Bullseye und dieser äußere rote Ring wandert stetig nach außen. Diese Rötung kann, muss aber nicht auftreten und somit sagt sie leider nichts über den Zustand eurer Gesundheit aus. Und zusätzlich können in dieser frühen Phase der Erkrankung auch Allgemeinsymptome auftreten, wie so oft. Es kann zu Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen oder auch Fieber kommen. Leider treten solche Symptome erst mit 10 Tagen Versatz zum eigentlichen Zeckenstich auf und somit passiert es häufig, dass die Patienten gar keinen Bezug mehr zum Zeckenstich herstellen. Im Falle einer Infektion des Nervensystems sprechen wir von einer Neuroborreliose. Typischerweise klagen dann Patienten über brennende Nervenschmerzen, die vor allem nachts verstärkt auftreten und auch Funktionsausfälle der Nerven bedingen können. Und auch die für den Menschen sehr wichtigen Hirnnerven können betroffen sein und dann auch entsprechend ziemlich schwerwiegende Ausfälle hervorrufen. Also richtig Seh- und Hörstörungen oder auch Taubheitsgefühle. Aber auch eben Lähmungen, zum Beispiel im Gesichtsbereich, können die Folge sein. Und Leute, das tut nicht ein bisschen weh. Das sind richtig scheiße, dolle Schmerzen. Und diese Lähmungen, von denen Marci gesprochen hat, die können sogar den ganzen Körper betreffen. Kein Scherz. Und das alles nur wegen dieses kleinen Bitch-Tieres, was dich einmal kurz gestitcht hat. Es ist eben nicht nur so ein kleiner Zeckenstich. Aber auch das Herz kann betroffen sein und es können Herzrhythmusstörungen entstehen. Nach Monaten bis Jahren kann es zur Beteiligung von großen Gelenken kommen. Meistens nur auf einer Seite, dafür aber immer wiederkommend. Die Gelenke können dick werden, anschwellen, rot werden, heiß werden und unglaublich wehtun. Am Schluss kann sogar der Funktionsausfall des betroffenen Gelenks auftreten. Ja, nachweisen, das ist so ein Ding. Die Antikörper, die wir nachweisen können, sind teilweise sehr lange, also wir sprechen hier von Jahren, im Blut nachweisbar. 3% der Frauen und ca. 10% der Männer haben im Blut entsprechende Antikörper, obwohl sie niemals eine Infektion hatten. Also eine akute Infektion mit Symptomen. Das kann auf der einen Seite daran liegen, dass sie mal eine Infektion durchgemacht haben und das Immunsystem diese bereits erfolgreich bekämpft hat. Oder es, wie vorhin schon gesagt, zum Auftreten von Antikörpern kommen kann, auch ohne dass man die Krankheit jemals durchgemacht hat. Und auf der anderen Seite sind die Antikörper manchmal noch gar nicht, wenn diese Wanderröte auftritt, im Blut vorhanden und nachweisbar, weil das Immunsystem einfach noch gar nicht dagegen gesteuert hat. Das macht das auch wieder zum Problem. Man geht zum Arzt, weil man die Wanderröte hat, man nimmt Blut ab und die Antikörper sind noch gar nicht nachweisbar. Also als Therapie kann man Antibiotika geben und diese wirken in der Regel auch sehr gut. Das Problem ist aber, dass sie relativ lange, also mindestens 2-3 Wochen gegeben werden müssen. Und das ist ein Zeitraum, in dem die chronische Entzündung bereits bleibende Spuren hinterlassen können. Das heißt, dass die Gelenksymptome oder auch Schäden, die entstanden sind, bleiben können oder auch neurologische Ausfälle teilweise nicht mehr reversibel sind. Reversibel? Don't! Also die sind nicht mehr... Wie drückt man das auf Deutsch aus? Ja, sie bleiben halt. Die bleiben. Das Problem ist, dass bei 20-30% der Patienten, die so eine Infektion bekommen, erst in einer späten Phase der Erkrankung überhaupt darauf gekommen wird, dass es diese Erkrankung ist. Und somit können eben diese bleibenden Schäden schon vorher aufgetreten sein. Was wisst ihr eigentlich über Syphilis? Nichts? Dann schaut doch dieses Video. Habt ihr noch Fragen oder Themenvorschläge, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ob man die dreckige Brille auf der Kamera sieht?